Let's go los. Bist du aufgeregt vor deinem ersten Video jetzt hier so, ne? Ja, mein erstes Video, als wäre es so, ja, ich habe keine 1800 Videos vorher gemacht. Ja, aber das erste, wo du deinen Körper zeigst. Ich zeige ihn ja nicht. Ich zeige ihn nur dir. Willst du ihn jetzt zeigen? Wunderschönen guten Tag, wenn du... Wunderschönen guten Tag. Wir sind jetzt hier bei der Tagesschau. Oh, die Tagesschau, die hat gesagt, wir öffnen heute 2 Trainerboxen. Das ist doch eine Idee, Mann. Mit dabei der gute Present LP. Oh, Junge, ich bin Mickey Maus. Ja, ihr wisst ja, der Junge ist ein bisschen schüchtern, beziehungsweise er zeigt sich halt nicht. Und da haben wir uns einfach gedacht, hey, wir haben eine... Warum klatsche ich die ganze Zeit eigentlich? Ja, du magst zu klatschen. Weißt du, das wird ein richtig gutes Kennst Video. Kennst du diesen Affen, der die ganze Zeit so... Ich wäre einfach der Affe. Nee, aber der gute Present, der zeigt sich halt nicht. Und ich habe mir eine kleine Möglichkeit so ausgedacht, wie das Ganze möglich sein wird. Möglich ist, irgendwie so halt. Ja, und der Present ist da. Ja. Aber auch wirklich irgendwie nicht. Irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Ich also, bin da, aber auch irgendwie nicht da. Also ich sehe ihn, ihr seht ihn nicht. Das ist schon ein bisschen verwirrend. Aber wie gesagt, wir haben heute 2 Liter Trainerboxen. Ne? Sponsored by myself. Ich habe mir gedacht, komm, kaufen wir mal selber ein. Denn Hand vor der Gold ist immer noch aktiv. Wir wollen das einfach haben. Wir wollen einfach eine Goldkarte. Ultra Necrozma, let's go. Die Karte ist viel wert, die ist geil und die will ich haben. Von daher, wie gesagt, 2 Boxen. Eine für dich, eine für mich. Puls gehen an mich, von daher eigentlich eine Win-Win-Situation. Ja. Aber es geht um die Ehre, Leute. Nee, wir haben uns überlegt, der Verlierer muss dem anderen ein Essen ausgeben. So ein Döner oder Franzbrötchen oder sonst was halt. Ja, ist okay. Das ist nice. Ihr wisst ja, Hamburger Jungs, die essen die Franzbrötchen relativ gerne. So ist das. Und ja, ich würde sagen, let's go. Legen wir gleich los, oder? Ja, let's go. Ich werde dich fertig machen. Ja, let's go. Jung, zerreiß deine Box. Hast du ein Messer? Nein, das musst du so hinkriegen. Alter, wie machst du das? Du bist ja ein richtiger Profi. Hä, weißt du, wie viel ich schon von diesen Boxen aufgemacht habe? Ich bin derjenige, der es schneller aufmacht. Das ist wie Pizza bestellen. Irgendwann hast du den Fokus raus und dann... Ja, aber Alter, ich hab... Also legit, ihr kriegt noch vorher eine andere Elite-Trainer-Box. Aber die sieht ja cool aus. Siehst du das Muster? Ja. Hypno. Das ist echt ziemlich nice. Alter, Hypno. Hypnose. Alter, vor allem die Promokarte. Alter. Die ist mega sick. Die ist echt nice. Und Alter, wow. Alter, das ist schon... Das ist ja richtig nice, Ich Mann. Schenke dir meine pinken Würfel. Danke, das ist sehr nett von Kein dir. Problem, Ich schenke immer dir gerne. Meine pinken Würfel. Nein! Die sind ausgepackt! Als ob, Scam! Was? Die sind offen! Die sind einfach drin! Das willst du mir schenken? Ja! Wunderbar, Majestät der Drachen, Reshiram, Alter. Bestes Pack. Bestes Pack, Alter. Da ist jetzt Ultra Necrozma drin. Ich sag, Alter, wenn da Ultra Necrozma drin ist, was bekomme ich? Boah, wenn dann Ultra Necrozma drin ist. Ich bekomme was von dir, oder? Alter, du bekommst was von mir. Okay. Aber nichts Gutes. Richtig dick. Alter, ich bekomme das Pack nicht auf. Ich bin richtig bad, Alter. Wisst ihr, und der hat schon mal Openings gemacht auf YouTube. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Link in der Videobeschreibung. Ich preserve die Packs für dich, Alter. Ich hab sie einfach. Ich verlinke dir einfach so Intro von Mickey Maus. Geh doch nach Hause. Du musst das da machen, Alter. Was denken die Leute, wir faken das hier irgendwie. Okay. Wenn da jetzt Ultra Necrozma. Wenn da jetzt Ultra Necrozma drin ist, dann glaube ich sie nicht. Dann hast du die Karte irgendwie aus der Lowhosentasche gezogen. Ja, okay, okay. Never ever. Sagst du? Ja. Hier ist jetzt Ultra Necrozma. Ich hab's ja einfach aus meiner Hosentasche gezogen. Easy. Zenlong. Zenlong, Alter. Das ist ein nassiges Artwork, oder? Ja, Mann. Ist auch oldschool. Aber wir müssen jetzt hier richtig raushauen. Ich kann hier nicht. Hau mal raus, Alter. Barschwar, Ludadin. Alter, 3 Fische. Alter, Wasserpokémon. Alter! Erstes Pack Zetra King GX. Das war fast ein Ultra Necrozma. Alter, ein bisschen... Zu blau, aber ja, krank, Alter. Das läuft. Ich gewinne dieses Opening, oder? Leute, heute keine Beauty-Shots oder sonst was. Heute ist straight Wettkampffieber. Ihr hört es wahrscheinlich, die Rocky-Musik ist im Hintergrund. Genau, und jetzt passt auf. Jetzt kommt, also die hast du auf jeden Fall schon mal reingemischt, ne, aus deiner Hosentasche. Ja, also, ja, richtig. Da glaube ich dir schon mal gar nichts von. Verständlich. Und wie gesagt, falls ihr mehr kranke Openings hier mit dem Present sehen wollt, Leute, lasst gerne ein Däumchen nach oben, da gerade solche Booster Wars oder ähnliches. Also kann ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen. So, oh, Dratini, das Artwork ist mega cool. Ah, das ist richtig sweet. Aber können wir öfter mal... Altaria! Yes! Hier richtig back-to-back GX, Mann! Das läuft richtig gut! Das ist ja richtig nice. Also, dafür, dass man da so eine Enttäuschung war bei diesen einen Dingern da, ist das gut. Also, bisher, Leute, unsere Ausbeute, ne? Also, beide GX, eine Full Art dabei.
Da drin, würde ich sagen. So, jetzt kommt krass. Der Present wieder, der hier das reinmummelt. Diesmal mache ich das nicht. Alles safe. So vier Karten, Alter. Profi, sagst du? Profi, Alter. Alter, ich Alter, zerstört dir hier die Seedrecke. Pack die mal lieber. Ja, ich würde sagen, ich mache die sonst alle kaputt, Alter. Dragonier, Fione, Alter. Fione, wie redet... Es ist Fion, oder? Fione, geh mal nach Hause. Fione, Alter. Ja, Alter. Bist du Franzose, ich, oder ich kann was? Keine Booster so öffnen. Das ist super schwierig. Die Karten, Alter. Du machst das echt gut. Pass auf, Alter. Vorne die Frage. Oh, Glurak! Das ist gut. 5 Euro wert oder so. Ja, mindestens 2! Mindestens 2? Ja, keine Ahnung. Glurak ist aber sick. Die ist 4,50, glaube ich, wert. Die spielt man, glaube ich, sogar. Ja? Ja. Die ist gut gegen die Ex-Karte. Alter, Leute. Glurak ist beste. Ich finde das Artwork einfach geil. Allgemein, Glurak hat. Ja, ist halt Glurak, ne? By the way, Leute, gar nicht gezeigt. Wir haben jetzt mal Agoyon drin gehabt. Hier, die Promokarte. Auch mega lit. Der Present hat sie wahrscheinlich schon gegessen. Ich habe sie schon gegessen. Ja, mein Gott, ey. Alter, hier. Hier ist sie, nice, cool. Habt ihr gesehen? Nice. Habt ihr gesehen? Komm, Glurak, Pack hinterher. Ich sag's euch, ich ziehe heute alles. Jetzt? Ich ziehe heute alles. Also, ich glaube, heute ist der Day, Leute. Heute ist der Day, dass wir heute mal wieder was richtig Gutes ziehen. Ich meine, Zedra King GX ist schon ganz knorke, ganz nice, aber. Du bist ein Profi, du machst das richtig gut, Alter. Ich bin stolz auf dich. Ja, ich mach das. Das ist mein Hobby, Alter. Mein Leben, mein Job. Also, ne, weißt Bescheid. Ja, natürlich. Alter, nicht die drei Fische. Alter. Wenn du die drei Fische nacheinander ziehst, hast du die magische Kombo. Dann ist Feierabend. Dann hast du Ultra Necros. So kriegst nur dann. So kriegst du nur Kyurem. Richtig bad, was kannst du überhaupt? Nur Kyurem. Aber Leute, wie gesagt, Kyurem, nices Pokémon. Nice, dann machen wir weiter mit dem Dragon Pack. Alter, hier wird jetzt richtig rausgehauen. Hier, ich spür's. Alter, ich spür das Herz der Karten. Spürst du das hier auch? Geh nach Hause. Upsi. Alter, da ist deine Hand in ganz komischen Regionen, Mann. Leute, ich wollte einfach nur gucken, ob er wieder Karten in der Hosentasche hat. Ja, natürlich. Wehe, du betrügst hier, ne? Also, nee, als ob ich hier betrügen würde. Ist ja bitte. Schlecht. Upside down oder wie? Hä, wieso upside down? Die sind andersrum. Nee, ist doch richtig. Der Ball ist falsch rum. Oder drehst du jetzt so flip-flop? Ich mach die richtig profimäßig. Alter, das war profimäßig, du oder? Du bist der Profi, Alter. Also jetzt hier wie gesagt, ey, also... Ich bin gespannt, Majestät, ich wollte es gerade Drachenmajestät. Ja, Drachenmajestät, wer kennt's nicht, Alter? Bestes Set. Dratini, ja, ich spür's, da ist jetzt was richtig nice drin. Meinst du? Drachen, hier kommt Bruder Lambert. Flamiau. Flambivian. Oh, Alter. Ich sag's doch, Alter! Ich hab's gespürt, Mann! Ja, ich würde sagen, hab ich dazu gemogelt. Machst du bist nichts, der Zedra-King-Trainer einfach. Alter, hau dich die Karten, das warst du. Ich? Ja, never. Aber ich würde sagen, ich hab schon fast gewonnen. Ich meine, Zedra-King Jax, Full Art und Charizard, was hast du bisher gezogen? Altaria. Traurig so. Alter, ja. Pass mal auf, bevor du jetzt irgendwas sagst. Okay, jetzt komm. Dieses Pack wird sein. Nein, wird nicht. Dieses Pack wird's einfach sein. Okay, wenn du das. Wenn es. Ich mach Ultra. Ich mach keinen Kantentrick. Wenn es Ultra Necrozma ist, bekommst du doppelten Einsatz. Doppelten Einsatz? In, krieg ich dann 3 Franzbrötchen oder wie? Ja, du bekommst 4 Franzbrötchen. Wapp. How could this happen to me? I made my mistakes. Got Alter. Kaufen Sie jetzt bei Gay Triple Games eine Elite-Trainerbox. Link in der Videobeschreibung. Und das ist kein Placement, by the way. Es ist halt wirklich nice. So, wo ist das Zedra King? Ah ja, das gönne ich mir auch noch mal kurz. Das gönnst du dir mal kurz rein. Ja, ich würde sagen, die Karten behalte ich alle. Gegend. Let's go. Weißt du was? Ich weiß, woran es gelegen hat. Du hast einfach immer angefangen. Wenn ich jetzt anfange. Ja, dann fang an. Pass auf, jetzt kommt's. Das wird einfach die pure Enttäuschung. Da wird einfach richtig, richtig Bad Stuff sein. Jetzt drin nichts sein. Drin wie ist. Gardos. Gardos ist gefühlt in jedem Pack drin. Meinst du? Ja. Also bei dir war es immer bisher drin, habe ich das Gefühl. Komm, pass mal auf. Also wir haben ja Unlicht Energie, die ist mega cool. Alter, die ist richtig krass. Feuerstein. Alter, nein, die Kralle. Fred Feuerstein. Drachenkrau. Alter, Junglut. Drachenkralle, Alter. Ich wollte Kraule. Kraule. Ich kraule dich erstmal, Alter. Oh, danke schön. Dratini, Molunk, Felino. Miniras, Sepawab. Alter, Altaria, lol. Wenn du anfängst, ne, dann gibt's erstmal ein richtig nices Pack. Und Wablu Reverse, Alter, das ist eine Familie. Ich würde sagen, jetzt kommt der Meister hier mit dem Reshiram wieder am Start. Eine Familie. Eine Familie, die trotzdem bad ist. Alter, das ist einfach richtig sad, ne? Du kannst einfach... Nee, eigentlich, ich bin gerade viel zu überheblich. Also, du tust schon so, als du gewonnen hättest, weißt du? Ja, aber ich bekomme das Fact nicht auf das. Ja, dann doch sowas, Alter. Aber die Sache ist, diese Überheblichkeit, entweder hilft mir gerade diese Überheblichkeit oder wird jetzt gerade mein Fall. Pass mal auf, ey, ich hab noch 6 Packs. Ja, wenn du Ultra Necrozma da ziehst, hast du einfach 3000 Punkte. Das ist Instant Win, das ist Exodia. Das ist Exodia, tatsächlich. Wenn du Necrozma ziehst, hast du automatisch das Spiel gewonnen. Ist total egal, wer was davor gezogen hat. Egal, wie viel ich ziehe. Alles egal. Danach ist einfach Instant Win für den jeweils anderen Mann.
voll am Zittern, ey, Junge. Alter, ich bin jetzt richtig aufgeregt, Alter. Jetzt kommt's, Alter. Ich bin gespannt. Ich meine, nach so vielen guten Packs kann ich jetzt nichts mehr Gutes ziehen. Das ist halt das eigentlich Problem. Eigentlich nicht, ne? Das eigentlich ist nicht. Ja. Eigentlich hast du deinen Packler komplett ausgeschöpft. Wenn ich jetzt noch was Gutes ziehe, dann wäre total... Dann ist RIP. Finito, Alter. Sepa. Zugarde Reverse. Alter! Alle Gold Rare! Wie viel Pack? Und das ist doch nicht mal mein Pack. Wie soll Nein! Ich hab so viel Pech bei mir und hier bei dir hab ich Glück. Danke, Alter! Ich hasse dich! Ja, nice, Alter. Alter! Schöne Secret Rare. Und die sieht auch noch... Ja, richtig gut aus. Ein bisschen weiß, aber sonst perfekt. Ja. Das kann nicht sein, oder? Alter, ich habe in jedem Pack eine richtig gute Karte gezogen. Selbst das Gluracolo war gut. Und was hab ich? Nichts. Nix! Und du hast eine Altaria und die Familie dazu. Alter, lass meine Familie aus dem Spiel, Alter. Lass die Kleine aus dem Keller, oder wie heißt das? Oh, Mann. Das haben doch die coolen Kids damals auf dem Pausenhof immer gesagt, oder? Nein. Nicht? Nein. Okay, weißt du was? Die Elite-Trainerbox von mir haben wir jetzt komplett ausgeschöpft. Sagst du? Ich glaube, bei mir ist noch mehr drin. Jetzt ist Feierabend, Alter. Jetzt ist Feierabend. Chadragu, Glutexo. Glutexo, jetzt kommt man. Amphira, Kindwurm, Mediras, Flemly, Glumanda, Dratini. Reverse! Oh, ei, ei. So richtig traurig, ne? Weißt du, schau mal deine Karte an und dann schau mal das hier an, was ich bisher gezogen habe, Alter. Das ist schon ziemlich sweet, ne? Das Altaria ist schon cool. Ja, es tut mir leid. Also Altaria ist bisher die beste Karte aus dem gesamten Set. Hast du mein Wablu gesehen? Ja, das ist super sweet und super sad. Alter, Mudalanda? Sagt ihr, jetzt kommt noch ein Mudalanda? Zerrippt das Ding. Let's go, Alter. Jetzt wird einfach zerrippt. Alter, ich bin aber echt bad. Leute denken bestimmt irgendwie, wir haben irgendwas genommen. Aber nein, das Ding ist halt einfach, wir haben uns darauf eingestellt. Wir machen, also die Teile sind seit einer Woche hier. Mhm. Und der gute Present ist halt jetzt auch mal wieder da. Und ich bin wieder da aus Japan. Das ist das erste Video, was ich wieder aufnehme. Und ich hab einfach Bock. Wisst ihr, ich hab einfach Bock. Und der Junge, der ist einfach dabei, weil er sagte, ey, yo, ich hab auch Bock dazu. Und dann haben wir gedacht, machen wir ein geiles, nices Booster Battle hier. Ich bin auch noch blöd, ich wollte erstmal keinen Karten. Also, wenn du jetzt noch irgendwas ziehen solltest, ne? Du hast eine Full Arts, 2 GXs, oder? Ich kann eigentlich nichts mehr ziehen. Warte, ich muss mir das selber erstmal. Aber eigentlich konnte ich vor zwei Karten schon, vor zwei Boostern nichts mehr ziehen. Nee, eigentlich ist Feierabend bei dir jetzt hier. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das hört nicht auf. Ich glaube auch nicht. Das ist die magische Trainerbox einfach, wenn ich die selber aufgemacht hätte. Kind von Reverse. Trikefalo, Lit. Ist okay. Lit, da ist der erste, die erste Niete hier. Düdüm. Ich hab 4 gute Karten gezogen, sei mal leise. Weißt du, ich hab Altaria bisher. Und ja, du hast eine Altaria, stimmt. 4 Packs noch, Leute, 4 Packs. Aber ist okay, nee, weißt du was? Was? Ist doch toll für dich. Du hast tolle Karten. Ich meine, ich freue mich, weil ich Glück habe, aber am Ende behältst du die Karten. Wir haben eine Win-Win-Situation. Ja, das ist Win-Win, Leute, also ich gewinne nur. Ja, das ist deine Sache. Da also außer dein Triumph hier, ne, und ein Franzbrötchen. Das gewinnt der gute Present. Das gewinne dann ich. Aber du hast noch die Chance. Ultra den Cross mal ist Exodia, haben wir schon gesagt. War fast Exodia. Alter, fast Exodia, hast du gesehen? Der hat schon fast die Pose. Das ist schon fast Exodia, oder beziehungsweise Necrosma. Ja. Diese wunderbare Musik von Exodia. Ja, weißt du, ich warte noch ab. Ich will die letzten Packs noch hier. 4 Packs habe ich noch. Jetzt kommt noch ein Glurak. Alter, Glurak-Packs sind immer nice. Glurak-Packs sind immer krass. Das ist halt... Kannst sagen, was du willst. Das ist halt total gut, weil ich meine, wir wissen alle, wenn man Glurak hat, ist Instant Win. Glurak ist halt immer geil. Ist fast wie Ultra Necrosma. Alter, mir fallen schon fast die Karten hier runter. Schon wieder viel zu viele hier. Alter, ich muss echt... nochmal in deine Schule gehen, in deine Trainerschule. Ich zeig dir auf jeden Fall, wie man Booster öffnet hier bei Onkel Daddy, yo. Das wird gemacht, Alter. Das ist eine gute Idee, Mann. Okay, du machst immer hier das Geheimnis. Jetzt machst du einen Flipperino oder wie? Ich mach keinen Flipperino, alles safe. Machen sie jetzt machen wir es episch. Sagst du? Okay, mach's episch. Also nach deinem epischen Puls jetzt noch was zu ziehen, ich glaube. Das wäre ein bisschen... Nee, ich kann's nicht erwarten. Nee, wir machen es nicht episch. Was? Mach's doch episch! Alter, Dratini? Ein Wablu, ein Vibra, Alter, die drei Drachen, Mann. Lusadi? Du musst die drei... Naja, das war komplett falsch. Du musst das epischer machen, pass mal auf, ich zeig dir, wie das geht. Warte, willst du mir gerade erklären, wie das geht, obwohl ich hier die ganzen guten Sachen gezogen habe? Pass mal auf, ich zeig dir, wie das geht. Erstmal nimmst du dir die Mario Odyssey Mütze. Ja, voll von Christian, von dem Chef. Dann schmeißt du dir die auf den Kopf. Jawohl! Okay, scheiß mir auf die Mütze. Okay, gut, machen wir jetzt einfach. Let's go. Wir machen einfach mal. Jetzt wird rausgehauen, sagst 20 du? Majestät der Drachenpacks, eine GX bisher. Du also weißt, ne? Du musst mir sonst was spendieren, wenn du jetzt hier nicht Ultra den Cross mal ziehst. Leute, ne? Es geht um ein 1 Euro Franzbrötchen. Oder ein Burger. Oder einen Burger. Alter, ein Burger wäre schon da. Das wäre schon. Hä, hey, das hast du gemacht. Du hast mit Burger angefangen. Ja, ich liebe halt Burger, Alter. Das kann man halt nicht machen. Sepa. Siegfried. Das ist nice. Prisma. Und, ey, eine Holo dahinter. Ich kann nicht mehr, Mann. Dann geh doch nach Hause. Aber der Siegfried ist cool, oder? Siegfried Prisma, der kommt schon fast an deine Fuller dran und eine Goldkarte, oder?
Super hübsch. Alter, ich zeige jetzt euch mein Draugan-Pack, was ich schon angerissen habe. Da habe ich jetzt noch Ultra Necross mal reingepackt. Ja, dann. Ja, wahrscheinlich, Alter. Wenn du jetzt da irgendwas siehst, dann glaube ich auch nicht. Verständlich. Dann hast du jetzt da Necross mal reingemogelt. Hey, ich will einfach gewinnen. Aber, hä, hey, woher soll ich eine Ultra Necross mal haben? Ja, wahrscheinlich hast du die gekauft, die über Card Market weg ist, ne? Ja, natürlich. Das macht Sinn. Du hast mir auch darauf hingewiesen. Jo, die ist für 100 wurde gekauft. Alter, die ist halt wirklich krass. Ich bin's, der Präsident-Pick. Habt ihr jetzt bei mir zu Hause? Hab sie mal eben reingemogelt ins Opening. Ja, ja. Für die Klicks. Ja, genau. Ah, mal sehen. Okay, ja. Ferdino, let's go. Alter, Upside Down. Alter. Das muss was heißen, oder? Instant reingemogelt. Instant reingemogelt. Nee, das heißt, normalerweise heißt es wirklich, dass man da irgendwas Geiles Molung. Hat. Kyurem, Alter. Yes, Alter, Kyurem. Ja. Das muss was aber heißen. Aber das Upside Down Carpado, ist das vielleicht ein Misprint? Das kann sein, oder? Nee, leider nicht. Also, es kann halt sein, dass er vielleicht so dann andersrum wäre, aber... Das wäre schon cool gewesen, ne? Leider nicht. Alter, siehst du das hier, wie flüssig das Pack aufgeht? Wie machst du das denn? Das sagt schon fast so, Alter. Das ist echt ein Profi. Alter, gib mir doch die Aufmerksamkeit, die ich brauche. Morlord, erstmal so, hi, ne? Also, hallo Leute, Freunde, wie geht's euch so? Ich bin der Present. Yo, was geht, Okoda Bros? Also, hier muss langsam mal was drin sein. Also, ich hab jetzt so, muss was drin so sein. Ne? Oh, Altaria! Oh, Was soll los, Mann? Ich liebe Altaria! Ja, ich merke schon. Das ist meine Family. Das ist meine Family. Das ist mein Cousin 5. Grades. Nice. Ja, ich würde sagen, die Familie hilft auf. Klauen wir doch mal eben eine Folie hier, ne? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ach, da sind sie. Dankeschön. Habe ich gekauft auf meinen Kanal. Auf meinen Kanal. Auf meinem Kanal. Geschram, let's go! Also, bisher habe ich 2-mal Altaria, 3-mal Altaria und Wapu Reverse. Du hast einfach nur Altarias, ne? Ja, das ist mein Lieblings-Pokémon. Du wirst da einfach der Altaria-Züchter schlechthin. Ja, siehst du, das ist meine Family hier. Das ist eine schöne Family. Ich bin sehr stolz auf deine Family. Zeig mir jetzt mal, was du für eine Family kriegst. Erstmal hier Upside Down, ne? So muss das. Und dann machen wir gleich den Flip-It, sagst du? Flip-It oder Rip-It, Alter? Ja, wir rippen den gleich. Weißt du, wenn das eine seltene Karte ist, dann rippen wir die erstmal. Alter, ein Ultra-Cross mal zu rippen. Stell dir das mal vor, Alter. Rippt mal lieber nichts, Alter. Das ist voll teuer. Und am Ende sind wieder alle in den Kommentaren so böse. Ja, Mann. Zero, kannst du nicht machen. Nee, mach noch nicht diesen. Ja, Moment, hab ich was verhauen? Du bist ja richtig kacke. Hä, wie hab ich das... Ich hab 2x4... Ach, egal. Du bist ja richtig scheiße. Wie hab ich das denn gemacht? Geh doch nach Hause. Das Present LP, herzlich willkommen. Jo, was geht? Ich bin PCG-Profi. Profi. So. Vorletztes Pack bei mir schon. Brutalander. Das wird's jetzt, Mann. Ich glaube, da wird echt was Gutes drin sein. Ich hoffe sogar für dich. Ich mach nicht mal Kartentrick, okay? Machst du keinen Kartentrick? Nee, ich mach keinen Kartentrick. Vibrava, Carpador, Miniras, Carpador Reverse Verarscht. Ich geh nach Hause. Trigifade, das war die Rache dafür, dass du einfach so einen dummen Trick gemacht hast. So, jetzt hier. Bruderlander. Hast du noch eins danach? Ich hab noch eins danach. Alter, ey, du warst schon so green. Aber wir haben beide ein. Alter, geh nach Hause. Ich hab nur noch eins. Wir haben beide ein Glurak-Dings, ne? Glurak ist das letzte. Das heißt, wir müssen beide gleich einen Glurak aufmachen. Ja. Alter, weißt du was? Mach mir mal bitte die Packs auf. Ich bekomme das nicht. Alter, was ist los bei dir? Guck mal, du nimmst das Ding. Ja? Und dann machst du so und dann hast du was offen, dann kannst du es reißen. Das ist ja super dumm. Ich leg's mal hier hin, damit keiner denkt, es ist gefaked. Das ist sehr nett von dir. Du bist ein Profi. Vor allem, ich lasse die Aufnahme jetzt einfach flat laufen. Ja. So dass ihr nicht denkt, wir faken irgendwas. Wir haben unsere Handy ich hab das Set das erste Mal aufgemacht. Das ist jetzt das allererste Mal. Warum soll ich irgendwas faken, Alter? Warum soll ich mir eine Kalle für 100 Euro kaufen? Ja, für sie dann so zu ziehen. Das macht absolut keinen Sinn. Das ist halt super dumm. Warum sagst du dann, ey, wow. Oh, wow, ich hab die gezogen. Voll überraschend, Alter. Warte, haha, wow, Glutexo hab ich extra reingepackt. Amalia, let's go. Fempion, Beniras. Wir brauchen eigentlich noch eine voller Trainerkarte, ne? Ja, let's go. Ja, let's go. Zieh mal. Miau, Reverse, Wablu, Altaria und Wablu, ich hasse Wablu. Alter! Das kann sich so zu einer Familie sein, Alter. Okay, wir müssen jetzt das irgendwie zu zweit. Nee, können wir nicht. Wollen wir zu zweit das öffnen? Versuchen wir mal. Also erstmal hier, guck mal, 2 Gluraks, nichts gefällt und so. Glurak, let's go! Okay, jetzt aber. Zu zweit, so nach und nach hintereinander, ne? Okay, 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, du zählst die Punkte mit, ne? Ja, sicherlich. Okay, also, bisher steht alles für dich. Ja, irgendwie schon, ne? Okay, machen wir das. Das geht einfach gar nicht, ne? Ja, aber mach einfach deine Karten erstmal und dann mache ich meine. Ich mach einfach okay, so. Machst du ich hab doppelt gepullt. Oh, du hast doppelt gepullt, Alter. Vierer. Oh, ich sehe doch bei dir schon was. Ich glaube, ich sehe auch was. Das ist schon, du hast schon irgendwas Gutes. Oh, Mann, ey. Das kannst warum hab ich das denn nicht? Das hab ich so viel Lock. Warum hab ich das denn nicht? Warum hab ich mich für diese Box entschieden? Ich weiß es nicht. Kein Gamma, Sepa, Kindwurm,
Seemon, Morlord, Dramoran, Alter. Das ist, glaube ich, echt gut. Das ist halt, das echt, ist halt echt nicht gut. Ich würde sagen, wir haben ja einen ganz klaren Gewinner, und zwar Altaria. Nee, Leute, ja, kann man sagen, Mummi geschlagen geben, ja, hier, ne? Ich würde sagen, ich bekomme erstmal nice nach dem Feierabend was zu essen. Spendiert. Ja, ne, so ein Franzelbrötchen, das kannst du dir auf jeden Fall gönnen. Ich meine, ich habe in meiner Box, beziehungsweise in meinen Boostern jetzt hier, Altaria, ist Siegfried. Aber gut. Ist trotzdem gut, ne? Ist okay. Ich sag mal, für die Trainerbox eine Full-Art-Karte. Eine, beziehungsweise, ich weiß nicht, gilt das auch als Ultra-Rare? Ich glaube schon, ja, ne? Ja, weiß ich nicht. Ist so eine Art Holo, glaube ich, dann in dem Sinne, ne? Ja, Reverse-Rare, Holo, cool. Irgendwie sowas toll. Halt. Also ist okay. Ich wäre damit zufrieden, wenn ich das so gezogen hätte. Aber wenn dann auf einmal so jemand kommt und der auch noch so eklig ist, weißt du, einfach ein Seedra-King erstmal. Das war okay. Dann Glurak. Glurak war auch krass. Dann kommt noch ein Seedra-King. Da war Ende eigentlich. Dann die Drachenkeil. Secret Rare. Alter, das, das ist krass. Schon unverschämt. Und dann kommt noch ein Dragoran, so der denkt sich, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Present AB. Let's go. Ja, wie ich sagen? Ich würde sagen, ich bin der Gewinner. Hat gerockt, Alter. Ja, ich würde sagen, diese Trainerbox will ich gerne nochmal haben. Diesmal mit der Cosma. Ja, Leute, falls ihr mehr Elite-Trainerboxen-Duelle gegen den guten Present oder gegen andere Leute sehen wollt, lasst gerne, wie gesagt, ein Däumchen nach oben da. Würde mich freuen, schaut gerne meinen Present vorbei. Link in der Videobeschreibung. Wie gesagt, macht auch coole TCG-Openings, auch Pokémon Wi-Fi Battles, dies, das. Kennt ihr wahrscheinlich eh schon. Und, jo. Das Wort hast du, würde ich sagen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke, Gate to Games, dass ich hier diese wunderbaren Sachen öffnen konnte. Tschüss. Eigentlich war es mein Geld, nicht Gate to the Games, aber okay. Danke, Gate to the Games, dass ihr so nett mal was zugeschickt habt. Obwohl er das bezahlt hat. Ist okay, cool. Ja, kauft Booster bei Gate to the Games, auch wenn ich sie jetzt hier gekauft habe. Also kein Sponsoring, kein gar nichts. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, gute Booster. Tschüss. Tschüss.